Seit Monaten arbeite ich Tag und Nacht. Pardon, Talleyrand. Ich meine, arbeiten wir beide an der Vereinigung Europas. Großartig, jetzt haben wir es geschafft. Gibt es einen Aufruhr? Ja, aber einen freudigen. Ganz Paris steht Kopf. Große Begeisterung über den Frieden mit England. Ist das wirklich wahr? Ja. Er ist also unterzeichnet? Ja, mein Schatz, seit gestern Abend. Steht fest. Ihre Bewunderung für diesen kleinen Korsen, der die Revolution hinter sich herschleppt wie einen Säbel, der viel zu groß für ihn ist, macht Sie völlig blind. Ich finde es durchaus verständlich, dass er bestrebt ist, das Mittelmeer allein zu beherrschen. Aber ich denke nicht daran, ihm Malta zurückzugeben. Warum sind Sie noch immer in der Opposition? Bin ich nicht ein ebenso guter Republikaner wie Sie? Ich fürchte, Sie werden es nicht mehr lange sein. Wir müssen diesen Korsen ausschalten, verstehen Sie? Er führt sich ja auf wie ein zweiter Cäsar. Sein Aufstieg ist für England lebensbedrohend. Diese Dokumente sind einfach unglaublich. Wie viele Verschwörer? 50. Der gefährlichste von Ihnen ist der Mann mit der Höllenmaschine, Cadoudal. Ihr Ziel ist es, Sie zu ermorden und die Bourbonen wieder an die Macht zu bringen. Was ist los? Alarm! Wache! Wache! Da drüben hinter der Hecke war ein Mann. Da unten im Weg lang. Im Weg lang. Zar Alexander hat sich mit Preußen arrangiert und ein Militärbündnis geschlossen. Er hofft, dass sie ihre Kräfte zwischen England und dem Kontinent zersplittern. König Friedrich Wilhelm von Preußen hat die sofortige Mobilmachung seiner 180.000 Mann starken Armee angeordnet. Wir brechen morgen früh nach Brünn auf.